Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. In diesem Video geht es um die Risikoanalyse. Keine Sorge, wir gehen die Themen nicht aus. Es ist nur so, dass die Risikoanalyse sehr vielschichtig ist und eine Reihe von wichtigen Aspekten beinhaltet. Es ist also aus meiner Sicht nicht möglich, die in einem 5- oder 7-Minuten-Video zu erklären. Im letzten Video ging es um die Risikoidentifikation. An einem Beispiel habe ich gezeigt, welche Stolperfallen es gibt, wie man eine Pflicht analysiert, um die Fehlerquellen zu finden. Ja, und in diesem Video geht es um die Risikobewertung. Man kann aus meiner Sicht sagen, dass wenn die Risikoanalyse das Herz des Compliance Managements ist, dann ist die Risikobewertung das Hirn. Also letztlich der Punkt, in dem alles zusammenläuft. Bei der Risikobewertung versuchen wir, aus den Risikofaktoren und aus den Fehlermöglichkeiten eine Einschätzung zu gewinnen. Wie groß ist das Risiko? Das Risiko, darüber hatten wir gesprochen, ist charakterisiert durch Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe oder negative Folgen, wenn sich das Risiko realisiert. In den normalen operationellen Risikoverfahren kann man hingehen und sagen, okay, ich messe die Fehlerhäufigkeit und ich bewerte das mit dem Schaden, den ich ausrechne. Das ist bei Compliance-Risiken schwierig. Und das hängt damit zusammen, dass Compliance-Risiken ja auf das Verhalten von Menschen zurückzuführen sind und bei Geldwäsche sogar auf das Verhalten von Menschen, die ich nicht kenne und die wir ja auch versuchen im Schach zu halten, Terroristen und Geldwäscher. Wenn man also Risiken bewerten will, kommt man nicht sehr weit mit dem Versuch, Eintrittswahrscheinlichkeiten statistisch zu erfassen und danach die Folgen zu bestimmen. Also neben der Tatsache, dass wir eine sehr hohe Dunkelziffer bei der Geldwäsche haben, ist es auch so, dass Compliance-Risiken eine Vielzahl von Ursachen haben. Meist ist es eine Kombination von Umwelteinflüssen, also Sachen, die sich außerhalb des Zugriffs des Unternehmens abspielen, Tätigkeiten von Dritten, Geldwäschern, kombiniert mit Aspekten im eigenen Personal, Einhalten von Arbeitsanweisungen, Kenntnis von Pflichten, Kenntnis von spezifischen Geldwäschemethoden, Wissen, was Terrorismusfinanzierung ist und auch noch Technik für die Transaktionsüberwachung. Wir haben also eine Vielzahl von Ursachen und auch an der Stelle viele Möglichkeiten, dass etwas schiefgehen kann. Auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass auch die Folgen vielfältig sind. Ich hatte das bei den Folgen von Non-Compliance, den Kosten von Non-Compliance angesprochen. Klar, erstmal kriege ich ein Bußgeld oder eine Strafe. Möglicherweise gibt es eine Vermögensabschöpfung. Ich habe die Verfahrenskosten zu tragen. Aber wenn sich jetzt dann auch noch an den Strafprozess ein Zivilprozess anschließt, zum Beispiel wegen Betrug oder 823 Absatz 2, Verletzung eines Schutzgesetzes, dann habe ich ja an der Stelle nochmal Schadensersatz. Möglicherweise habe ich Produkthaftung, ich habe einen Reputationsschaden. Das heißt, der Compliance-Verstoß, das kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie ein Baum mit einem Stamm in der Mitte. Und der Stamm in der Mitte ist der Compliance-Verstoß als solcher. Dieser Stamm hat verästelte Ursachen und er hat eine Krone. Und in der Krone, in den Ästen, dort finden sich die unterschiedlichen Schadensfolgen. Um also bei diesen komplexen Wechselwirkungen aus Ursachen und Folgen nicht den Überblick zu verlieren und damit die Sache handhabbar bleibt, braucht man ein Bewertungsverfahren, das es ermöglicht, Eintrittswahrscheinlichkeit und Folgen überhaupt greifbar zu machen
und das auch bei geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten und im zweiten Schritt vergleichbar. Wie ich das mache, und die Betonung liegt darauf, dass ich es so mache, aber dass es andere anders machen, und das ist auch völlig in Ordnung, es muss nur logisch sein und konsistent, zeige ich im Folgenden. Beim letzten Mal sind wir auf das Beispiel von § 43 Geldwäschegesetz eingegangen, das ist die Meldepflicht. Wir erinnern uns, man ist verpflichtet, Tatsachen zu melden, die darauf hindeuten, dass Geldwäsche geschieht oder Terrorismusfinanzierung oder dass der Kunde weigert, den wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen. Drei Möglichkeiten zu verstoßen. Wirklich? Erinnern wir uns genauer. Man kann gegen 43 Geldwäschegesetz verstoßen, indem man nicht meldet, indem man nicht richtig meldet, indem man nicht vollständig meldet oder indem man nicht rechtzeitig meldet. Vier Möglichkeiten. Ja, also sind es 12. Geldwäsche kann man viermal verstoßen, Terrorismusfinanzierung kann man viermal verstoßen und man kann viermal gegen die Meldepflicht verstoßen, dass der Kunde sich geweigert hat, den wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen. Sind das wirklich unterschiedliche Fälle? Die sind doch ziemlich ähnlich. Ja, aber sie sind trotzdem unterschiedlich. Gehen wir mal davon aus, dass in einem echten Geldwäschefall 50 Millionen Euro gewaschen werden. Und da wird nicht gemeldet. Das kommt aber irgendwie raus. Ja, ich glaube, da rappelt's. Oder, anderer Fall, Mitarbeiter merkt etwas bei wirtschaftlich Berechtigtem, fragt den Kunden, ob er den offenlegen will. Der Kunde sagt doch, er geht dann lieber. So, Mitarbeiter sagt, okay, ist ja nichts passiert, dann geht er halt. Verstoß gegen die Meldepflicht. Beides Verstöße gegen § 43, aber mit Sicherheit unterschiedlich zu bewerten. Worauf will ich hinaus? Man hat am Ende sehr, sehr viele Vorschriften, die zu bewerten sind. Und deswegen braucht man ein einheitliches Schema, um zu erkennen, um welche Fälle man sich intensiv kümmern muss. Die Risikobedeutung wird in einer Skala von 1 vernachlässigbar bis 6 existenzvernichtend ausgedrückt. In der praktischen Anwendung sollten hier konkrete, auf das Unternehmen abgestimmte Eurobeträge vorgegeben werden. Das ermöglicht im Rahmen der Risikoanalyse eine Bewertung und Priorisierung erkannter Risiken nach einheitlichem Schema. Auch die Eintrittswahrscheinlichkeit wird mit einer Skala von 1, sehr unwahrscheinlich, kaum vorstellbar, bis 6, sicher, kommt vor, bewertet. Da Compliance-Verstöße die absolute Ausnahme bleiben sollen, ist der schlechteste Wert 6 schon erreicht, wenn ein Compliance-Verstoß einmal oder öfter im Jahr vorkommt. Der zweitschlechteste Wert 5 wird erreicht, wenn alle 2 bis 5 Jahre mit einem Compliance-Verstoß zu rechnen ist. Mittels einer Matrix, bei der die Eintrittswahrscheinlichkeit auf der X- und die Risikobedeutung auf der Y-Achse aufgetragen wird, lässt sich die Risikolage veranschaulichen. Das höchste Risiko findet sich am Punkt 6,6. An dieser Stelle rechnet man damit, dass im nächsten Jahr sicher ein existenzvernichtender Schaden eintritt. Den Gegenpol bildet der Punkt 1,1. Hier finden sich Ereignisse, die in 50 Jahren einmal auftreten und vernachlässigbare Folgen haben. Mit der Farbgebung habe ich die Risikoakzeptanz ausgedrückt. Rot bedeutet inakzeptabel, grün akzeptabel. In dieser Logik kann der grüne Bereich ausgeweitet werden, denn bei vernachlässigbaren Folgen ist die Eintrittswahrscheinlichkeit unerheblich. Analog kann der rote Bereich ausgeweitet werden. Dabei sollte man die Anforderungen aber auch nicht überspannen.
Ereignisse, die nur theoretisch denkbar sind oder in den letzten zwei Generationen nicht vorgekommen sind, sind nicht generell inakzeptabel. Aber im eigenen Berufsleben möchte man das nicht durchmachen. Allgemein kann man sehr unwahrscheinliche, kaum vorstellbare, also theoretische Risiken akzeptieren. Ein weiterer markanter Punkt ist der, an dem ein Compliance-Verstoß den gesamten Gewinn des Unternehmens aufzehrt. Öfter als einmal alle 2 bis 5 Jahre sollte das nicht vorkommen. Wo gehobelt wird, fallen Späne, auch im Compliance-Bereich. Bagatellbußen lassen sich daher nicht immer vollständig vermeiden. Sie sind auch für das Unternehmen wirtschaftlich kein Problem. Trotzdem ist es aus Compliance-Sicht nicht akzeptabel, wenn eine übermäßige Häufung auftritt. Alle 2 bis 5 Jahre sind kein Problem. Ich glaube, durch diese Beispiele wird deutlich, wie die Compliance-Risikoakzeptanz zustande kommt. Das fertige Bild könnte dann so aussehen. Der gelbe Bereich markiert den Vorhof zur Hölle. Dort sollte man sich nicht zu lange aufhalten. Am besten einen Sicherheitsabstand dazu einhalten und ihn nur betreten, wenn man aus dem roten Bereich auf dem Weg in den grünen ist. So, das ist also die Methodik, mit der ich Geldwäscherisiken oder überhaupt Compliance-Risiken bewerte. Wie man jetzt aus der Methode eine Strategie ableiten kann und noch viel wichtiger, wie man Einzelrisiken vergleichbar macht, das möchte ich in dem nächsten Video erklären.